Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnt. Wir haben so einen kleinen Ausflug gemacht. Gott, ich habe kurz gerade gedacht, dass Calvin hier liegt. Die haben aber immer alle dieselben Klamotten an. Und ist das der Dude, der mir da eins reingekickt hat? Ich kann's, kann ich den... Guck mal, ich kann den drehen. Es gibt tatsächlich... Das ist der doch, oder? Nee, das ist ein anderer. Okay, ich bin mir unsicher, Leute. Der hatte aber so eine silberne Jacke an, ne? Okay. Leute, wir gehen mal ganz kurz rein, weil ich habe jetzt hier... Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Dass ich so ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. Hier habe ich jetzt ein paar geile Energietrinks. Ich würde sagen, baller die mal in rein. Weil wir kommen halt eh nicht mehr zum Schlafen hier. Anscheinend. Und noch ein Energieriegel hinterher. So. Perfekt. Wo ist denn der Peilsender, den ich da gefunden habe? Wie viele Seile habe ich? Nur eins? Hä? Ich habe doch viel mehr Seile. Seirot, scheiße, ich habe die falschen Seile. Also ich habe halt eins, aber viel zu wenig, ne? Kurzer Moment. Ich glaube übrigens wirklich, dass das Herbst wird, Leute, ne? Und die Farbe, die bleibt auch nicht bestehen, ne? Mach mal die hier, die mag ich. So. Sieht hier mal diesen komischen Peilsender? Oder ist das ein Tool, was ich gar nicht mehr... Doch, hier, guck mal. Ausrüsten? Ich kann es aber nicht kombinieren. Und was ist da hinten für ein Viereck hinter dem GPS-Peilsender? Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass es einfach nur dafür gedacht ist, dass dieser Punkt mir nicht mehr auf der Karte angezeigt wird, ne? Ich verstehe. Okay, die Frage ist jetzt, wollen wir da oben nochmal in die Höhle reingucken? Weil wir ja jetzt hier gerade in der Nähe sind, Leute. Ich weiß nicht. Ich mach das erstmal weg hier. So. Ich hätte halt gerne ein paar Federn eigentlich, ne? Wisst ihr, ob ich nochmal so einen Falken sehe? Und jetzt habe ich... Es gibt so unterschiedliche Seile. Anscheinend. Ich dachte nämlich, ich habe viel mehr Seile eingesammelt. Aber Pustekuchen, Leute. Ich habe tatsächlich nur eins. Für... mein Baumhaus. Aber das war ja das Ziel, ne? Ich würde jetzt trotzdem da oben nochmal in die Höhle gucken. Vielleicht liegt im Anfangsbereich nochmal irgendwie ein Seil rum, Leute. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ah ja. Schön, die Vögel und so. Aber es wäre ganz cool, wenn mal einer von euch runter sich setzt. Schönes Plätzle. Okay, wir wechseln die Seite. Gucken aber gleich mal, genau. Sehr cool. Moderne Axt habe ich jetzt. Richtig Hammer. Freue ich mich. Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Das war ein absoluter Zufall. Aber wie ich schon gesagt habe,
Ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist, wenn du was finden willst, wäre es, glaube ich, sinnvoller, auf den Wegen lang zu laufen. Zumindest so mein bisheriger Eindruck. Okay, das ist halt. Okay, da oben muss wohl noch ein Bach sein. So wie ich das jetzt gerade einschätze. Und ich gehe verdächtig nah ins Schneegebiet gerade schon. Da will ich aber noch gar nicht rein, Leute. Das ist jetzt einfach nur ein Zufall. Da hinten ist wieder rege Laufkundschaft. Das sind Mitglieder des Wald- und Wiesenvereins. Guck mal, da unten. Ich glaube, da unten ist auch die Höhle. Hier ist auch, oh Gott, ist es schön hier. Was hast denn du da? Steinschleuder. Lol. Geil. Okay, aber gib mir trotzdem nochmal die Axt, bitte, weil. Warum hat denn der Army-Dude eine Steinschleuder dabei? Kann ich eigentlich? Wollte ich auch nochmal ausprobieren, aber es geht nie. Okay. Seil, Leute. Ach so, nee. Mir nur mal das am besten. Und hier? Kohle. Ja, das ist wichtig. Die kann ich bestimmt zum Zundern wieder verwenden. Ne? So, dann trinke ich da noch mal einen Schluck. Und sage auf Wiedersehen, liebe Ureinwohner. Ich gehe hier rein, Leute. Wir probieren es nochmal, oder? Ja, genau. Dann kannst du das jetzt aber auch wegstecken, das Ding. Okay, das Erste, was ich jetzt mache, ist da hinten so eine Leuchtfackel reinballern. So, jetzt will man ein bisschen Licht haben hier. Moment mal. Was ist denn das? Ist das Sabber? Ach so. Ah. Leute, ich habe noch gar nicht das richtige Tool, um hier reinzugehen. Aber komm. Gott. Komme ich hier wieder hoch, Leute? Ja, oder? Ich brauche dafür so eine Art, ja, deswegen auch diese Seilhakenseile, ne? Seilhakenseile. Ich verstehe, Leute. Okay, dann war es das. Sorry. Dann kommen wir hier doch gar nicht voran. Ich komme hier gar nicht weiter, Leute. Okay, alles klar. Ja, gut, also. Ach so. Was ich aber mal kurz testen wollte. Kurzer Moment. Kann ich mir in die Höhle eigentlich so einen Shelter bauen? Nee, ne? Warte mal. Stopp. Tatsächlich geht das. Lol. Das wäre das erste Mal ein Moment, wo ich mal pennen kann hier in dem Spiel, ne? Muss jetzt eigentlich gerade gar nicht.
Aber ist ja egal, oder? Ich muss nur zweimal schlafen, damit wir nie wieder eine Nacht draußen haben, Leute, ne? Ja, du hast Hunger. Okay, Leute, ich habe das erste Mal geschlafen seit Stunden. Und bei Essen müssen wir eigentlich auch kein Problem haben. Guck mal, ist es da einfach? So, ist doch geil. Guck mal. Dann kannst du das von mir aus auch noch reinhauen. So, oder? Trinken können wir draußen. Bitte die moderne Axt wieder in die Hand. Okay, ich versuche mir das natürlich alles zu merken. Ich weiß nur im Moment noch gar nicht so genau, ob ich mir selber auf meiner Map Sachen markieren kann. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Hallo, Reh. So, okay, Leute. Da unten, gib mir mal die größere Map. Oder nee, mach's mal noch kleiner, sagen wir's mal so. Wo war jetzt nochmal mein Zuhause? Da, ne? Oder? Da drüben ist auch noch eine Höhle. Das Ding ist, ich muss mir das ja auch alles merken, ne? Wo ich schon war und wo nie. Ich glaube, das da ist mein Zuhause. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal in die Richtung. Oh. Ja, das ist eine Tollkirsche, das sehe ich. Jetzt werde ich Leben verlieren, ne? Pass auf. Jetzt müsste das mir aber, ja. Aber so schlimm war es nicht, Leute. Glaube ich. Okay, 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 Leute. Wie gesagt, mir fällt es so ein bisschen schwer, mir das alles zu merken. Weil das Blöde an dieser Map-Geschichte oder an dem GPS-System ist leider, dass man sich mehr auf das GPS, also mir geht es zumindest so, dass ich mich mehr auf das GPS verlasse, da immer drauf zu lunzen, mir aber gedanklich im Kopf gar nicht die Map richtig merke, weil ich ja eh dieses Gerät habe und da immer drauf gucken kann. Versteht ihr, was ich meine, das Dilemma? Das fällt mir auf. Ich meine, ich habe früher bei Forest habe ich auch ewig gebraucht, bis ich mir diese ganzen Wege überhaupt mal gemerkt habe. Aber ich bin mir absolut sicher, dass wir in diesem Let's Play noch häufiger zu denselben Höhlen und so laufen werden und zu denselben Punkten, wo ich so gesagt gar nichts machen kann. Wo wollte ich hin? Da runter jetzt, ne? Oder gehe ich nochmal da hoch? Nee, ich gehe erstmal dahin. Und eigentlich wollte ich ja aber bis auf den Wegen langlaufen, ne? Ja, und jetzt ist die Map ja viel größer noch, ne? Das darf man auch nie vergessen. Also, einfacher wird es nicht mit der Orientierung. Was hier? Überall mal ein bisschen lunzen. Und wenn du kleine Steine siehst, nimm sie bitte mit. Ah ja. Ist das ein Special? Ist gut. So, perfekt.
War ich bei der Höhle schon? Nee, ich glaube, nee, oder? Ich habe da eigentlich bisher nur die Höhle mir genauer angeschaut, die beim Strand ist. Wo ich eigentlich auch gern noch mal hin will, weil ich die Vögel da besser sehe. Ach, guck mal. Und das Reh noch hinterher. Herrlich. Kelvin, komm mit, lass den einfach. Der wird sowieso nie weggehen. Der gehört mit zur Wald- und Wiesen e.V. Okay. Also hier in der Mitte gibt es so ein Bächel. Oder so ein See, der irgendwie sehr viel miteinander vereinigt. Da hinten ist so ein Dorf, oder? Ja, da hinten ist wirklich ein Dorf. Ich muss unbedingt noch üben, mit dem Bogen zu schießen. Im Moment fehlt es mir so ein bisschen an den Pfeilen, Leute. So, habe ich dich schon mal ausprobiert? Ja. Schön. Ja, bei dem See da unten, der hat ganz viele Verbindungen mit kleinen Flüssen. Was ist mit dir? Oh, du bist böse. Okay. Ich muss mir doch bestimmt auch Giftpfeile bauen können oder so, oder? Ich meine, wozu solltest sonst die ganzen Giftpfeile, also die giftigen Pflanzen geben? Kann sein, dass es noch nicht drin ist wegen der Early Access, aber das wird, wenn es noch nicht drin ist, auf jeden Fall kommen. Bin ich mir absolut sicher. In diesem dichten Wald sehe ich halt die Vögel auch nie, ne? Das ist so ein bisschen das große Hauptproblem. Gott, hier ist auch schön. Hier bauen bestimmt auch ganz viele Leute. Das ist nicht sogar der See aus dem Trailer? Das glaube ich schon. So, lass mich noch mal kurz gucken. Ja, guck mal, wie viele Flüsse von dem abgehen. Das ist schon erste Sahne. So witzig, dass ich eigentlich seit 8 Folgen noch nicht mal einen richtigen Baseplatz habe und hier einfach nur am Rumlatschen bin, aber das macht halt so viel Bock, Leute. Ich hab's nicht eilig, wenn ihr versteht. Okay, hier ist der Wald aber super dicht, oder? Seht ihr das? Okay, guck mal, da oben ist dann tatsächlich. Hier ist dann ein Weg. Den könnte man ja mal folgen. Wenn wir den sehen. Und von dem aus dann könnte ich in die Höhle. Tatsächlich. Da ist der Weg. Den wird man mal folgen. Und dann gucken wir mal, ob ich in dieser Höhle auch irgendein Tool brauche. Huch. Ruckel, zuckel.
so, ich bin mir wirklich unsicher, ob das mir zeigen soll, dass jetzt gerade Herbst ist. Waren ja auch so Blätter und so, ne? Warte mal. Müssen wir. Wartet mal. Ich bin schon wieder dran vorbei, Leute. Okay, geh mal hier weiter den Weg lang. Guck mal. Es ist halt wirklich so, dass die Tiere auch so mal auf dem Boden sitzen und so. Das ist schon echt cool. Auch die Kannibalen, wie die jetzt da ab und zu an dem See pennen und so. Das ist schon alles echt Hammer, Leute. Das sind so kleine Details. Ja, da ist ein Vogel, Leute. Aber bis ich den Speer ausgeholt habe, ne, ist wirklich Weihnachten. So ein bisschen höher. Bisschen höher, haben wir gesagt. Warte mal, aber hier ist doch ein guter Ort. Okay, jetzt muss ich. Hab ich denn da gelesen, als ich heute in die Folge bin, stand da irgendwas mit Quickslots. Das habe ich anscheinend geträumt, Leute. Kann das sein? Brauche nämlich mal ein paar Federn. Warte mal. Da ist wieder einer. So, ist es so, kann ich nehmen. Ein bisschen drüber. Oh, yes. Schön jede Feder sammeln. Da, 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 da. So. Da unten. Yes, Leute. Wenn man von oben zielt, kann man es so machen. Da kannst du direkt draufbleiben. Geil, oder? Geht euch das rein? Schönes Örtchen hier. Bin ja aber eh so ein Fan von Seen, Leute. Warte mal, du hast es gar nicht richtig bekommen, das Ding. Das Reh könnte ich mir jetzt natürlich auch noch schnappen. Ich guck noch mal, ob noch mal ein Vogel kommt hier, Leute. Das sind doch Fische, Leute. Das müsste ich eigentlich auch nochmal ausprobieren. Oh, hier gefällt es mir auch richtig gut, Leute. Na. Hier finde ich es irgendwie richtig schön. Oh, hier finde ich es sogar noch schöner als bei uns, merke ich gerade. Ich mag auch so gerne freie Flächen. Da hinten ist, glaube ich, auch eine Kiste, ne? Was denken wir? Haben wir nochmal kurz Glück? Da hinten? Ah, da ist ein Reh. Oh, Scheiße! Voll in den Jordan geschossen, das Ding. Oh, Leute. Das kann tatsächlich sein, dass wir nochmal umziehen, wenn ich mir das hier so angucke. Ich meine, umziehen ist witzig. Ich habe ja noch nie wirklich was da reingeballert, ne? In das Baumhaus. Ist meine Chance, Leute. Kurzer Moment. Nee, wir haben doch. Oh nee, es hat trotzdem geklappt. Okay, Leute. Wartet. Ich hab's gleich. Jetzt kann ich doch. Jetzt probieren wir das mal. Zwei Federn. Vier kleine Steine. Und zwei Stöckers. Und wir haben diese Jungs. Pass auf. Und jetzt? Nee, na. Ich kann nie. Doch! Ja, Leute! Yes! Es gibt noch die Brandpfeile! Nein! Wir haben es trotzdem gebaut! Ich wollte. Scheiße! Okay. Ist gut, danke! Scheiße, ich dachte, der baut jetzt Brandpfeile. Weil eigentlich ist es ja immer so, wenn ein Item auf dem Tisch hier so gesagt liegt, was daneben gehört, dann kann die gebaut werden. Ach, verdammt. Scheiße. Okay, andere Frage. Kann ich. Was wollte ich noch ausprobieren? Ich hab's gleich, Leute.
Brandpfeile. Giftpfeile, Entschuldigung. Nimm mal. Ich kann die auch gar nicht hier auf den Tisch legen, merke ich gerade. Das geht nicht, Leute. Ich kann mit denen nichts machen, ne? Verdammt. Aber was kann ich denn dann mit den Giftpflanzen machen? Wo sind denn die Heidelbeere? Hier, kombinieren. Energiemischung. Aber die sind doch giftig. Die Igelkraftwurz. Okay, das ist wahrscheinlich noch nie implementiert, oder? Energiemix Plus. Okay, ist gut, danke. Okay, schade, das klappt nicht. Okay, dann mache ich mir jetzt halt einfach ein paar Mollos, oder? Für das gute Gefühl, Leute. Vielleicht werde ich so mal die Jungs da in der Höhle einheizen. Wenn das noch nicht drin ist, es kommt bestimmt, Leute. Das kommt bestimmt. Wie kann ich jetzt hier hingehen und sagen, statt der Granate hätte ich gerne die Mollos? Yes, Leute, das geht. Guckt mal. So langsam komme ich klar, Leute. Okay, sage ich. Liebe Leute, ich mag den Ort irgendwie ganz gerne. Wir gucken jetzt nochmal dahinter. Wie gesagt, hier ist auch eine Höhle in der Nähe. Und wir könnten natürlich auch mal ganz kurz mal unseren. Mal gucken, ob ich mich hier reinstelle. Ja, ich hab den schon, Leute. Ich bin richtig gut drauf heute. Langsam komme ich klar mit den Waffen. Bogenschießen muss ich aber noch üben. Schild hier haben wir hier. Und hier ist eine Kiste, Leute. Und? Ein Seil, Leute. Oh, da gibt mir jemand ein Zeichen. Gedankenspiel. Oh, ist noch eine versteckt. Gedankenspiel. Du musst hier bauen. Leute, ich ziehe um. Ich habe ja noch gar nicht viel da unten hingesetzt, ne? Aber hier mag ich das total gerne. Guck mal, wie schön das hier ist. Liebe Leute, dann würde ich mich für heute verabschieden. Dann heben wir uns doch die Höhle noch ein bisschen auf, oder würde ich sagen. Und versuchen jetzt erstmal uns hier ein kleines Baumhaus hinzuzimmern. Ich brauche auch mal so ein Trockengestell und so. Ich glaube, ich bin jetzt langsam soweit. Und für heute sage ich vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Kelvin erschreckt mich wieder eine Runde. Bei Sons of the Forest. Macht's gut, Leute. Tschüss.